So, es geht weiter in meiner Videoreihe zum Thema Zeichnung des Publishing in Archicad. Bevor ich jetzt zu den Ausschnitten komme, noch einmal ganz kurz ein Blick in die Ebenenabteilung. Ich habe jetzt aufgeräumt. Rechts sehen Sie, dass ich alle Ebenen gelöscht habe, bis auf eine, die die Wand außen enthält oder die Wände. Ich habe zwei neue Ebenen angelegt, Text 1 zu 100, Text 1 zu 50. Und dann habe ich auch alle Ebenenkombinationen gelöscht, eine neu angelegt, die heißt 1 zu 100. Diese Ebenenkombination 1 zu 100 zeigt eine Konfiguration in der Art, dass die Wandaußenebene sichtbar ist und die Text 1 zu 100 Ebene, die Text 1 zu 50 ist nicht sichtbar. Jetzt möchte ich eine weitere Ebenenkombination anlegen, die das Gegenteil zeigt sozusagen, nämlich Text 1 zu 50 ist zu sehen, Text 1 zu 100 ist nicht zu sehen. Also klicke ich jetzt hier auf Neu. Also zunächst mal habe ich das hier alles so gemacht, wie ich es wollte. Dann klicke ich hier in der Spalte mit den Ebenenkombinationen auf Neu, gebe der neuen Ebenenkombination einen Namen. Das ist 1 zu 50 in diesem Fall. Und jetzt habe ich diese Ebenenkombination, mit der ich die Textebene 1 zu 50 und die Wände sehe. Ich kann jetzt zwischen den beiden Ebenenkombinationen hin und her schalten und Sie sehen, dass rechts sich entsprechend die Sichtbarkeit der Ebenen ändert. Sollten Sie im Laufe des Arbeitens noch weitere Ebenen hinzufügen, was ja der Normalfall ist, dann können Sie bestehende Ebenenkombinationen updaten. Sie würden die zunächst einmal auswählen, Ihre neuen Ebenen auf Sichtbar schalten, die Sie dann gerne dabei hätten und würden dann hier auf den Button Aktualisieren klicken. Okay, diese Ebenenkonfiguration können Sie auch unter Dokumentation Ebenen erreichen. Da haben Sie einmal die Ebeneneinstellung überhaupt, Steuerung L. Und hier haben Sie eine Auflistung all Ihrer selbst erstellten oder schon vorhandenen Ebenenkombinationen. Nun zum Ausschnittbereich dieser Datei. Sie sehen hier oben in der Navigatorpalette noch einmal die ganzen Punkte. Ich hatte es eingangs schon mal gesagt, es gibt also die Projektabteilung, die Ausschnittspalte, die Spalte mit den Layouts und zu guter Letzt die Spalte mit den Druckvorlagen oder der sogenannte Publishing-Bereich. Wenn Sie auf diesen Button hier klicken, können Sie sich ein Extrafenster anzeigen lassen, das heißt Organisator, wo jeweils zwei Spalten nebeneinander zu sehen sind. Weil es dann in der Folge so laufen wird, dass Sie immer Dinge aus einer weiter links liegenden Spalte in eine Spalte weiter rechts verfrachten. Deswegen sehen Sie hier die vier Abteilungen und hier nur noch die drei. Wir sind jetzt hier in der Ausschnittmappe, die könnten Sie hier auch sehen, das sähe es dann gleich aus, das ist jetzt aber langweilig. Die Leute von Graphisoft haben Ihnen Ordner angelegt, die für ein konkretes Bauvorhaben sinnvoll wären, für uns jetzt hier aber leider nicht. Deswegen mache ich jetzt immer Folgendes, auch bei eigenen Projekten, ich lösche die Ordner zunächst einmal. Dann kommt ein furchterregender Hinweis, Sie bestätigen mir trotzdem Löschen und legen einen neuen Ordner an. Den nennen Sie zum Beispiel nach Ihrem Projektnamen, nach Ihrem IP oder was auch immer Sie dort bearbeiten. Weil es mal ein Projekt Freiburg gab, nenne ich das mal Projekt Freiburg. So, jetzt können Sie aus der linken Spalte die Rohzeichnung, die Sie erstellt haben, diese Grundrisszeichnung, in diesen Ordner reinziehen. Und das Ganze können Sie zweimal machen. Ich möchte Ihnen jetzt nämlich zeigen, wie Sie den gleichen Grundriss einmal in 1 zu 50 und einmal in 1 zu 100 haben können. Ja? Deswegen ziehe ich den jetzt einfach gleich zweimal rein. So, jetzt nenne ich den einen 0EG 50. Ja, ich spare mir dieses 1 zu, das ist nicht nötig. Das wird abgedatet, solange wenn Sie lange noch warten. Ich klicke hier drauf und schreibe dahin EG 1 zu 100. Ja, zeigt es mal in groß, da steht's. Jetzt ist das da auch abgedatet. So, jetzt passen Sie auf, was ich mache. Ich klicke auf 0EG 50. Und dann haben Sie unten überhaupt bei jeder Spalte einen Button mit den Namen Einstellungen. Wenn Sie da draufklicken, dann können Sie all die Parameter, die diese Darstellung haben soll, auswählen. Und die Parameter hatte ich im ersten Teil genannt. Das waren die Ebenenkombinationen, das waren die Stiftsets, es war der Maßstab und es war die Modelldarstellung. Ich habe jetzt hier in der Darstellung 1 zu 50 die Ebenenkombination 1 zu 50 ausgewählt. Das ist natürlich richtig. Der Maßstab, da steht Skalierung davor, ist auch 1 zu 50, ist richtig. Modelldarstellung, nehmen wir die Modelldarstellung, die in unserer Rohzeichnung auch schon verwendet wurde, nämlich Beispiel Genehmigungsplanung. Ich könnte es auch noch
anders machen, indem ich die Modelldarstellung Ausführungsplanung verwende. Die Bemaßung erfolgt nach DIN 1356 Werkplan und zum Zoom komme ich später noch. So, jetzt ist also ganz klar, dass diese Zeichnung im Maßstab 1:50 dargestellt wird mit einer differenzierten Wandschichtendarstellung, dass die Ebenenkombination 1:50 dort zum Einsatz kommt und dass das Stiftset, achso, das hatte ich noch gar nicht beachtet, doch hatte ich doch, da ist nämlich das Stiftset 1:20, 1:50 ausgewählt. Okay, jetzt gehe ich zu dem zweiten. Da möchte ich gerne den gleichen Grundriss in 1:100 sehen und mit einer vollflächig gefüllten Farbe auf den Wänden. Auch da klicke ich auf Einstellungen. Und jetzt mache ich Folgendes, das kann ich hier bestimmen. Ich möchte jetzt die Ebenenkombination 1:100 haben, Skalierung 1:100, also den Maßstab. Ich hätte gerne die Modelldarstellung Entwurf. Und das Stiftset darf ruhig das Archicad 1:100, 200 sein. Und dann klicke ich auf OK. Jetzt habe ich sozusagen schon ein Live-Update hier im Grundrissfenster, wo Sie die Grundrisszeichnung in dieser Weise sehen. Ja, ich schließe jetzt mal diesen Organisator. Ich kann jetzt mit der einspaltigen Darstellung des Navigators weitermachen. Sie können jetzt hier doppelt auf diese erstellten Ausschnitte klicken. Jetzt haben Sie die Darstellung 1:50 mit der Beschriftung 1:50 und hier haben Sie die Darstellung 1:100 mit der Beschriftung 1:100. Ich komme nochmal zum Zoom. Diese Ausschnitte können Sie natürlich auch verwenden, um mit Ihrem Projekt zu navigieren. Deswegen heißt es ja auch Ausschnitt. Also nehmen wir mal an, dass diese 1:50 Darstellung genau richtig ist und dass die 1:100 Darstellung kleiner sein soll. Dann klicken Sie dort drauf, scrollen sich da so ein bisschen raus. So hätten Sie es gern. Ja, warum auch immer. Und jetzt gehen Sie nochmal auf die Einstellung dieses speziellen Ausschnittes. Und dort gehen Sie auf den Parameter Zoom, gezoomter Bereich, und da hätten Sie gerne den aktuellen Zoom. Diesen Haken sollten Sie entfernen, denn Sie wollen den Zoom natürlich nicht ignorieren. So, wenn Sie jetzt in diesem Plan arbeiten, ihn hin und her schieben, vielleicht nochmal an einer detaillierten Stelle was arbeiten und Sie wollen ihn wieder ganz sehen in dieser Zoom-Stufe, dann klicken Sie doppelt auf den Ausschnitt in der Navigatorpalette. Und schon sehen Sie ihn wieder in der gleichen Größe, wie Sie ihn im Ausschnitt gespeichert haben. 1:50, 1:100. Ich sehe jetzt, dass bei 1:50 der Maßstab sich auch geändert hat. Das ist natürlich Blödsinn. Das war, weil da bei dieser Einstellung noch steht, ignoriere Zoom. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das eingeführt wurde mit der Version 13. Ignoriere Zoom, wenn dieses Fenster geöffnet wird, ist deaktiviert. Und hier möchte ich gerne den aktuellen Zoom und OK. Jetzt müsste es stimmen. 1:100, 1:50. So, das sind die Ausschnitte. Das heißt, Sie haben jetzt sozusagen eine Rohzeichnung und Sie haben aus dieser Rohzeichnung zwei bestimmte Darstellungen generiert. Eine 1:50, eine 1:100. Die eine mit Wandschichtendarstellung, die andere mit schwarz gefüllten Wänden. Die eine in der Ebenenkombination, die andere Fassung in einer anderen Ebenenkombination. Das ist eigentlich das Kernstück Ihrer Planlayout-Arbeit, dass Sie diese Ausschnitte haben. Und Sie sollten eine gewisse Zeit darauf verwenden, sich diese Ausschnitte anzulegen, denn dann können Sie später natürlich beim Layouten auf alle möglichen Darstellungsweisen Ihrer Rohzeichnungen zugreifen und sie anordnen, wie Sie möchten. Das war es mit dem zweiten Teil. Bis gleich zum dritten Teil.